Ja, hallo wieder mal. In dem heutigen Video geht es um das Thema Muschelkalk für Hühner. Und zwar gibt es natürlich da zwei ganz, ganz wichtige Vorteile beim Muschelkalk. Und in diesem Video will ich dir einfach nur verraten, wieso es Sinn macht, deinen Hühnern Muschelkalk zu geben. Und wann es keinen Sinn macht, deinen Hühnern Muschelkalk zu geben. Okay, also erster Vorteil von Muschelkalk liegt im Endeffekt klar auf der Hand. Und zwar bestehen die Eier, die deine Hennen legen, also die Schale davon, besteht aus kalkhaltigem Material, ne? Also aus Mineralien. Und wenn deine Hühner kein ausreichendes kalkhaltiges Futter bekommen, einfach sozusagen ihre Tagesdosis nicht abdecken können, dann kann es im Laufe der Zeit, natürlich nicht von heute auf morgen, aber im Laufe eines längeren Zeitraums, kann es dazu kommen, dass die Schalen deiner Hühnereier im Endeffekt schon fast ja so plasmaartig werden. Also die werden wirklich weich und haben überhaupt gar keine Härte mehr. Und dieses Problem kannst du ganz leicht umgehen, indem du schlichtweg deinen Hühnern Muschelkalk gibst oder jegliches anderes kalkhaltiges Gestein. Und ich will dir jetzt hier kurz den Hof zeigen, meiner Großmutter, auf dem wir uns gerade befinden. Da vorne, falls du es erkennst, da befinden sich ein paar Hühner. Und worauf ich aber hinaus will, ist das hier. Schlichtweg normaler Boden. Und auf diesem Boden siehst du relativ genau, wenn die Hühner natürlich scharren, dann finden sie so kleine Steinchen. Und diese kleinen Steinchen befinden sich hier überall. Und da der Hof meiner Großmutter sehr, sehr groß ist, also die Hühner sehr, sehr großen Auslauf haben, befinden sich hier genug Steinchen, damit diese ihre Kalkzufuhr im Endeffekt bekommen. Wenn dein Hühnerauslauf, also wo sich deine Hühner im Endeffekt dann herumtreiben, nicht sonderlich groß ist, also zum Beispiel nur 10 Quadratmeter groß ist oder sogar noch geringer, dann macht es auf jeden Fall Sinn, Muschelkalk einzukaufen oder jegliches anderes Material deinen Hühnern anzubieten. Was ist zum Beispiel eine Alternative zu Muschelkalk, den du kaufst? Also wenn du Muschelkalk grundsätzlich kaufen möchtest, dann habe ich dir, falls du dich jetzt auf YouTube befindest, unterhalb dieses Videos in der Infobox einen Link hinzugefügt zu Muschelkalk. Wenn du jedenfalls auf eine kostenlose Variante aus bist, und da trägst du natürlich das Risiko, dass dieses Gestein, was du dann herbringst, nicht sonderlich kalkhaltig sein könnte, ja, also das musst du sozusagen selbst verantworten, dann schaff einfach Bauschutt her. Ne? Also von irgendeiner Baustelle oder von irgendwo anders, natürlich nicht so große Klumpen, sondern sehr, sehr kleines Gestein. Und wenn du das im Endeffekt dann her schaffst und zum Beispiel, ich sag jetzt mal, neben dem Komposthaufen so einen Bauschutthaufen hinmachst, dann werden sich die Hühner ganz automatisch da bedienen und finden im Endeffekt dann ihre Mineralien, die sie benötigen. Genau, das ist der erste Vorteil. Der zweite wichtige Vorteil von Muschelkalk und anderem Gestein, was die Hühner dann im Endeffekt fressen, ist die Verdauung. Und zwar habe ich auch noch einen weiteren tollen Artikel über die Anatomie und die Verdauung eines Huhns geschrieben. Den findest du auch, wenn du dich auf YouTube befindest, in der Infobox unten, den verlinke ich da. Und der geht natürlich viel tiefgründiger jetzt ein, aber ich reiß jetzt nur mal das Thema kurz an. Das Huhn besitzt drei verschiedene Mägen, in denen es sein Essen verdaut. Und der letzte Magenabschnitt, der nennt sich der Muskelmagen. Und im Muskelmagen werden im Prinzip dann die Steinchen, die befinden sich dort, die gerade eben gefressen wurden mit dem Essen. Und diese werden durch die Muskelkontraktion einfach die Steinchen und das Hühnerfutter wird dann zermahlen. Also das Hühnerfutter wird zermahlen, nicht die Steinchen. Und im Endeffekt dient es der Verdauung des Huhns und ist sehr, sehr wichtig. Also wirklich nicht zu unterschätzen. Wenn du jetzt einen Auslauf haben solltest, auf den sich gar keine Steinchen befinden, dann sorg dafür, dass du diese irgendwie auf irgendeine Art und Weise herbeschaffen kannst. Diese ganz normalen Steinchen zur Verdauung, das müssen jetzt keine kalkhaltigen Steinchen sein. Es kann
jegliches Gestein sein, was halt nicht zu riesig ist. Also es müssen schon etwas feinere Stücke sein. Vielleicht kann ich hier mal kurz zeigen, was ich meine. So, schauen wir mal kurz. Also alles, was so in dieser Größe ist, falls man das erkennen kann. Sekunde. Das ist jetzt etwas dunkel, aber das ist zum Beispiel ein Quarzgestein. Erkennst du jetzt nicht, aber ich erkenne das. Ich habe, genau. Also alles, was so ungefähr in dieser Größe ist. Jetzt muss ich kurz wieder den Fokus scharf stellen, damit ich nicht komplett verschwommen wirke. Ich glaube, jetzt müsste es scharf sein. Genau, das sind die beiden Vorteile. Wenn du mehr erfahren willst, klick wie gesagt unterhalb dieses Videos in der Infobox auf meinen Artikel. Dort findest du noch ganz, ganz viele andere hilfreiche Artikel, die dir einfach zur Seite stehen bei deiner privaten Hühnerhaltung, die dir Tipps geben. Und ja, wenn du mehr so welche Videos haben willst, dann klicke auf kostenlos einfach auf den Abonnier-Button, der sich unterhalb dieses Videos befindet. Wenn du dieses Video gemocht hast, dann gib ihm einen Daumen hoch. Und ansonsten, wenn du mehr solcher Informationen haben willst und vor allem die wirklich hilfreichen Informationen, die sich auf meinem Blog befinden, dann kannst du dich dort einfach unterhalb jedes Beitrags in meine E-Mail-Newsletter-Liste eintragen und bekommst wie ungefähr, ich glaube, mittlerweile sind es ein paar hundert Leute, die sich dort eingetragen haben. Im fünftägigen Rhythmus meine Newsletter per E-Mail, völlig kostenlos, muss überhaupt gar nichts zahlen oder sowas. Und alles klar, bis dahin, war wieder ein schönes Thema. Ich wünsche dir einen schönen Tag, dein Paul.